Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 110 von Arborion. Ja, und so wie ihr schon in diesem Bildschirm seht, Version 2.0 ist jetzt hier raus und es gibt tausend Sachen, die hier sich geändert haben. Gameplay Highlights, da seht ihr eine ganze Liste. Balancing seht ihr eine Liste. UI Redesign seht ihr eine Liste. Auto Targeting, New Progression, Crew Rework, Map Commands, Captain's Fighter Rework und Autopilot, Central Outer Faction Area, Tutorial Encyclopedia Improvements, Player Profile, Hyperspace Improvements, Smaller Changes, ja, das seht ihr hier, Bugfixes, alles Sachen, die in Version 2 jetzt gemacht worden sind. Ganz viel haben die geändert und wir gucken es uns jetzt mal an. Ich lade meinen Spielstand und würde sagen, nach dem Intro gucken wir dann da mal rein, ne? Bis gleich. Ja, und hier begrüßt uns dann gleich der nächste Bildschirm. Raumjäger verwenden. Wie wir sehen, sind dann da auch ganz viele Sachen, die hier neu erklärt sind. Raumjäger haben wir ja noch nicht gehabt, sozusagen. Oder benutzt, sagen wir es mal so. Gehabt haben wir also vielleicht. Hier waren auch gerade ganz viele Sachen eingeblendet, die ich jetzt nicht gesehen habe, was ich geändert habe. Aber da oben blinkt schon mal was. Ich mache die Raumjäger-Geschichte mal zu und wie wir sehen, oh, das sieht aber schick aus. Der Laser, oder die Kanone hat jetzt einen Laser und man sieht genau, wo der es hinschießt. Sehr schön gemacht. Okay, wir zoomen mal raus und das sieht auch nett aus, aber ich glaube, da hat sich nichts geändert. Aber das ganze Interface ist unten anders und oben, ja, sieht es auch ein bisschen anders aus, ne, glaube. Okay, da unten sehen wir dann hier Batterie 73% wird geladen. Hier sieht man wahrscheinlich den Über. Ah, da geht drauf. Überschüssige Energie 16%. Batterie wird geladen. Oder hier wäre ein Defizit. Ne? Und da ist es die Batterie der ganze. Die Hülle hat 100%. Schilde haben auch 100%. Und hier sehen wir Cargo Space Use. Das ist also unser Frachtraum, der da angezeigt wird. Sehr schön. Hier oben haben wir tatsächlich zu wenig Raum für unsere Leute. Das sollten wir als erstes in Angriff nehmen. Dann gehen wir mal in B im Baumodus. Da hat sich natürlich auch einiges geändert, wie wir sehen. Ich glaube, das Interface ist ein bisschen kleiner geworden, sieht aber ein bisschen schicker dafür aus. Hier oben die Icons sind auch anders. Dieses ist jetzt nicht mehr so lang, aber hier kann man Stats anpassen, auch sehr interessant. Baumodus, okay, Baumodus kannst du dein Schiff auch reparieren, das ist aber viel teurer als A. Im Reparaturblock wird es billiger, wird also aufgewertet, dass man dahin fliegt. Um mit verschiedenen bauen zu können, brauchst du das Bauwissen für sie, okay. Sehr interessant. Aber ich würde jetzt gerne erstmal schauen, dass wir schnellstens hier so einen Gitterbaustein machen. Unser Standard hier und dann den mal gerade kopieren und dann da reinsetzen, damit wir genügend Platz für unsere Besatzung haben. Okay, das hat gut geklappt. Den können wir gleich rausschmeißen. Ich habe vergessen, den hier umzuswitchen. Jetzt haben wir Quartiere. Und da oben ist es jetzt weg. Und was ist das? Die Mode auf deinem Schiff ist niedrig. Das ist ja, weil wir keine Quartiere hatten. Das müsste doch gleich auch weg sein, oder? Moral müsste sich doch jetzt aufbauen, ne? Gut, was haben wir denn hier so? Geschütztürme? Okay, das sieht auch ein bisschen anders aus. Aber schick gemacht. Farbe, okay, das wäre so ähnlich wohl. Da konnte man speichern. Oh, okay, hier sind einige Dinge, die sich geändert haben. Gehen wir aus dem Baumodus raus. Dann gehen wir mal in die Karte rein. Okay. Das hier sieht so ein bisschen wolkig aus. Ich glaube, das war sonst eine Fläche, ne, in der Farbe. Das sieht auch cool aus. Ist ein bisschen schicker geworden. Hier oben haben wir jetzt Stationen, Schiffe, Asteroiden und Wracks. Das sieht man jetzt aber auch in anderem Design. Das war aber vorher auch schon da. Oh, das ist aber, glaube ich, neu, ne? Man kann jetzt Güter auswählen, was man haben möchte. Energieinverter wollten wir haben. Gibt's hier nicht. Elektronenbeschleuniger suchten wir. Okay, was sagt mir das jetzt? Zweifarbiger Bereich. Kann das sein, dass die den wir ja sowieso nicht verkaufen würden und die den vielleicht doch, weil das eine andere Fraktion ist? Kann das sein? Weiß ich nicht.
Okay. Elektromagnet. Ah, da gibt es Bereiche wahrscheinlich, wo es die geben könnte und wo es die nicht geben könnte. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und hier ist es wohl, dass es die da gibt und das ist die Entfernung dazu. Ach, das ist die Price Range vielleicht, die hier farblich angezeigt wird. Das könnte auch sein. Sehr interessant. Okay, dann gehen wir mal hier wieder raus aus der Karte. Kriegen mal auf F9. F9 geht nicht. Dann schauen wir mal hier. Ah, N ist es geworden jetzt, die Strategiekarte. Strategiemodus kannst du deinen Schiff in Sektoren Befehle erteilen. Okay, alle Stationen und Schiffe in Sektoren werden hier aufgeführt und du kannst sehen, welche Güter, Besatzung, die Missionen im Sektor verfügbar sind. Okay, WASD ist klar. Mauszeiger an den Rand des Bildschirms. Okay, kann ich das verschieben? Rechte Maustaste. Ah, das heißt Shift drücken und mit der linken Maus Shift und dann mit der linken Maustaste ziehen. Ah, dann gehe ich so. Alles klar, sehr schön. Dann kann man mal die Höhe einstellen. Der ist im Sektor hier, alles ist gut. Den kann ich so auswählen dann. Jo. Dann lass uns nochmal hier rausgehen dann, weil hier sind wir schon klar, ne? Achso, das Menü. Okay, die sehen so ein bisschen anders aus inhaltlich. Die Schrift ist ein bisschen schicker vielleicht geworden. Hier gibt es aber nichts zu verkaufen, weil hier nur der Freund ist. Achso, das war der Baumodus, den wollte ich gar nicht. Ich wollte aus der Strategie raus und wollte mal eine Karte. Weil hier oben hatte ich eben schon dieses Auge gesehen und Schiffe außerhalb. Man kann alle seine Schiffe auf einmal jetzt anzeigen lassen und nicht nur die da sind. Und Stationen kann man ein- und ausblenden und Schiffe auf Befehle anzeigen. So, jetzt können wir mal gucken. Das ist hier jetzt die Spritquelle. Ah, da ist die Lady. Die Lady ist da unten und hier, wie man sieht, keine Befehle. Das hat wohl jetzt beim Safen keine Chance gegeben oder was. So, das bedeutet, wir sitzen ja hier drinne. Das würde bedeuten, die Lady muss wieder abbauen. Oh, was ist das? Linksklick um Zielgebiet. Ah, man kann ein Zielgebiet machen. Das ist ja richtig cool jetzt. Das bedeutet, die fliegt dann automatisch dahin und räumt da auf. Okay, Bergbauoperation, Gebiet, 265 Escort unterstützen. Ah, ich könnte jetzt Schiffe dazu geben, die dann dieses Schiff eskortieren, damit es nicht kaputt geht. Sehr cool, das stand da irgendwo auch in diesen ja, Notes drinne. Unerreichbar 50 Sektoren, Niemandsraum 6, äußere Fraktionsgebiet 31, zentrale Fraktionsgebiet 53. Sicherer Modus, sofortige Lieferung. Okay, Kap Quachilnus Einschätzung. Kapitän Quachilnus Einschätzung ist das. Okay, Gefahrhinterhalt 18%. Lieferintervall 15 Minuten. Gebiet 34. Schadenseffizienz 86. Laderaum 95. Paralleles Abbauen. Nee, Eisen, Titan können wir abbauen. Ey, sehr cool. Wir können jetzt hier wahrscheinlich das auch. Ah, das ist ja cool. Das bedeutet, wir können auch sagen, bau das nicht ab und bau nur das ab. Sehr cool. Hier kann ich das wieder aufrufen. Commander bei allen Aspekten, aber so kann ich nicht arbeiten. Es gibt Probleme mit der Besatzung auf dem Schiff. Okay, da weiß ich Bescheid. Das ist ja eine richtig coole Aussage jetzt. Das heißt, ich kann nämlich jetzt erstmal in alle Schiffe wahrscheinlich reinspringen und gucken, dass da die Räume alle da sind. Sehr gut. Fokus zu Lady sitzen, in Sektor wechseln. Sehr cool, wenn man da rechts draufklickt. Gehen wir mal zu Lady. Hat ja keinen Sinn, wenn der da schon sowas sagt. Das heißt, wir können alle Schiffe durchgehen, ne? Weil wahrscheinlich überall keine Quartiere sind. Das hat sich dann beim Balancing geändert. Okay, schauen wir uns das mal an. So, was hat er? Ja, ganz viel hat er. Hier klicken, um automatische Schutzschirmbefehle zu geben. Jo. Ich glaube, wir gehen als erstes mal. Ja, das ist klar. Was ist denn das hier? Also Ziel angreifen, automatische Steuerung, defensiv Jäger, Torpedos, Spiel gesteuert. Spieler gesteuert. Machen wir das mal so. Das kennen wir jetzt und können das dann auch wegmachen. Gut, aber er braucht jetzt erstmal Baumenü dann. Und dann brauchen wir, das Schiff ist überbevölkert, brauchen mehr Quartiere. Genau, das ist dann so. Wo bauen wir die denn hin? Hm.
Sieht ja schon krass aus, ne? Da ist Antrieb, da nicht. Dann lass uns hier wieder so einen kleinen Trinium-Gitterstein machen. Dahin. Und dann bauen wir jetzt da rein. Habe ich irgendwo einen Würfel, der passend wäre? Wohl nicht, ne? Aber das sind ja auch solche, ne? Okay. Welcher Stein ist denn so, dass ich den jetzt... Ah, der ist ein bisschen zu klein vielleicht. Okay, das Teil ist auch nicht passend. Ja, da müssen wir das... Ah, der ist einigermaßen passend. Den setzen wir jetzt so um. Ne, Steuerung C, Steuerung V. Dann umschalten und dann anbauen. Und das reicht noch nicht. Machen wir den doppelt. Machen wir den dreifach. Jetzt reicht's. Jetzt wird Moral wahrscheinlich hochgehen, gehe ich von aus. Sind wir aus dem Baumodus raus. Jetzt müssen wir eine Station finden. Wo war Besatzung? Oder haben wir welche drin? Das ist die Frage. Okay, ich habe jetzt P gedrückt und kriege hier auch eine Info. Die Strategie muss, kannst du dein Schiff. Okay. Ist es nicht mehr P? P ist die Info. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, wo wir jetzt haben. Schiffsmenü ist I. Baumodus. Spielermenü ist trotzdem hier noch als P angezeigt, aber ich krieg das. Ach, ist es auch. Ist nur halt ein Reiter, ein anderer auf, ne? Brauchen wir nicht P, wir brauchen I. So. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Sehr schön. So, jetzt erstmal hier. Mannschaftsquartiere sind 11. Ja. Arbeitskraft eine. Die Besatzung wurde bezahlt. Wir haben hier keine Mechaniker. Sehe ich das richtig? Jetzt haben wir den. Der eine, der noch hier war, ist jetzt da. Und so wie es jetzt aussieht, kann die arbeiten. Okay, dann sind wir da erstmal durch. Sieht schon interessant aus hier, ne? Gut, dann gehen wir mal in die Karte und müssen dann unser Hauptschiff nehmen. Das Traveler-Schiff wollen wir ja haben. Dann gehen wir mal in den Sektor wechseln. Dann sind wir in unserem Hauptschiff, was wir zuletzt genutzt haben. Gehen dann hier hin und machen jetzt mit der Lady weiter. Jetzt zeigt er mir die Lady da an. Lady ist hier unten weiter. Okay, da unten ist er. So, dann klicken wir die Lady an und machen das nochmal, was wir eben hatten. Geben wieder diesen Raum ein. Wie groß ist denn dieser Raum? Ach, da kann ich nicht weiter nach links. Ah, das ist ein Bereich, der um das Schiff rumrum ist. Alles klar. Dann würde ich jetzt einfach mal so machen oder so. Die Lady macht das. Dann kriege ich ja das. Das Gebiet ist ergiebig. Wir werden hier einiges an Ressourcen sammeln können. Allerdings gibt es hier hohe Feindaktivitäten. Ich schätze die Chancen eines Hinterhalts auf uns als sehr hoch. Okay, das heißt, ich suche mal einen anderen Raum aus. Ah, das Gebiet ist wenig ergiebig, dafür sicherer. Wir werden sehen, was wir finden. Keine feststellbaren Feindaktivitäten. Ich schätze die Chancen eines Hinterhalts auf uns als gering. Okay. Dann mache ich das doch mal so und gucke mal, was er jetzt sagt. Oh, das ist schon mal. Es wird jetzt wenig ergiebig. Okay, wir starten das trotzdem mal. Aber wie kriege ich denn eine Verkettung jetzt hin? Er baut da ab, das sehe ich jetzt. Und jetzt? Ich würde jetzt gerne eine Kette bauen, ne? Nur 1 Stunde, 0 Minuten abgeschlossen. Kapitän Ostes Einschätzung. Könnte hier auch das noch, ne, ändern, wenn, aber jetzt nicht mehr. Wo kann ich ihm denn sagen, jetzt, wenn du das erledigt hast, ne? Shift-Taste drücke ich. Dann Schiff zurückrufen. Zurückrufen. Dann mache ich das nochmal mit dem.
Mach das. Starte das. Hab das Shift-Tastchen behalten, aber ich wüsste nicht. Ja, ich kann ihm keinen zweiten Befehl geben. Wie soll das funktionieren? Ausgewählte zentrieren, Kamera bewegen, Gruppe auswählen, Gruppe zuweisen, mehrere auswählen. Er sucht jetzt hier alle Ressourcen ab. Aber er soll doch gleichzeitig hier, Schiff ist beschädigt. Okay, auch cool. Dann bedeutet das ja gleich, dass wir das hier mal wieder abbrechen. Und wenn das beschädigt ist, müssen wir das erstmal reparieren. Kann man das jetzt auch hier machen? Reparieren. Lady ist repariert. Wir brauchen Reparaturtürme oder Reparaturjäger. Ah, okay. Gut, das können wir jetzt nicht machen. Dann wählen wir die Lady nochmal aus. Ressourcendepot. Ne, da müsste ich jetzt ein anderes Reparaturdock. Das bedeutet, wir klicken dahin und klicken dahin und dann fliegt sie dorthin. Dann schauen wir das mal, ob uns das gelingt, dann, wenn sie in diesem Sektor ist, ob wir sie dann reparieren können. Oder ob sie dann auch sagt, nee, dann musst du jetzt mit der Hand anfliegen. Reisen, okay, das ist cool. Abbauen, abwracken, raffinieren, besorgen, verkaufen, Handel, Versorgung von Fabriken, Expedition, Torpedos aufstocken, sehr cool. Ja, jetzt springen wir da schnell rein. Dann gucken wir uns das da an, wie es da weitergeht. Ne? So, jetzt ist er da drin, geht jetzt hier reparieren. Nee, geht nicht. Das bedeutet, kannst du nur... Jetzt habe ich Rechtsklick gemacht. Befehle verketten. Shift halten. Ich würde jetzt mal so machen. Starten. Aber ich kann es trotzdem nicht verketten. Das ist doch komisch. Zurückrufen. Fertig. Schiff von Ausreiter. Jetzt ist natürlich die Lady schon wieder weggesprungen. Ne? Wo war sie? Hier war sie. Was ist denn hier? Hier ist noch ein Ausrüstungsdock. Da ist auch mehr. Nee. Ich brauche die Lady, die dahin soll, nicht mein Schiff jetzt. Das war falsch. Den Sektor wechseln. Oh, jetzt ist nur noch eine Drohne da. Und ich habe gerade noch gesehen, wie sie weggesprungen ist, die Lady. Alles klar. Ein Schiff in Sektor wechseln. Ja, das war ja cool. Okay. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass das Schiff fertig wird. Das reparieren wir mal gerade eben. Und wenn das repariert ist, dann müssen wir mal weiter gucken, wie das mit dem Verketten geht, weil das hat sich wohl geändert. Und ja, ich würde sagen, in 3 Kilometer oder weniger kannst du fest installieren. Ja, das kennen wir ja schon. Das war ja schon immer so. Also machen wir das jetzt weg. Und brauchen jetzt das Reparaturdock erstmal. Das Ausrüstungsdock sollten wir sicherlich auch angucken. Aber ich sag mal, das Reparaturdock suchen wir gleich auf, wenn wir... Ne? In der nächsten Folge machen wir das nicht gleich. Ne? Dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video in anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann hier weitermachen. Bis dann. Ciao.